Sie sind hier, 29. August 2018, 20.59 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Orlando Mandragora kommt ein Fluch teuer zu stehen. Urheberrecht Getty Images. Ein Lippenleser deckt einen üblen Fluch von jungen Profi Orlando Mandragora auf. Der italienische Verband reagiert und sperrt den Udinese-Spieler wegen Blasphemie. Der italienische Fußballprofi Orlando Mandragora erhält wegen Gotteslästerung eine Denkpause. Die Serie A sperrte den 21-Jährigen vom Erstligisten Udinese Calcio nach einem Videostudium wegen blasphemischer Bemerkungen für ein Spiel. Mandragora hatte am vergangenen Wochenende während der Partie gegen Sampdoria Genua 1:0 geflucht. Porca Madonna, Waffenkulo, Dio Kane, soll Mandragora nach einer Parade von Sampdoria-Keeper Emil Audero gerufen haben. Teil 1 des Ausbruchs bedeutet wörtlich übersetzt, verdammte Madonna, Teil 3 so viel wie, Hundegott, der Mittelpart ist die italienische Entsprechung dessen, wozu man auf Deutsch meistens, leck mich sagt. Lippenleser lässt Mandragora auffliegen. Die Referees bekamen die Schimpftirade zwar nicht mit, beim Studium der TV-Bilder wurde allerdings ein Lippenleser hinzugezogen. Es habe bei der Untersuchung keine Zweifel gegeben, teilte die Serie A mit. Seit 2010 können in Italien solche Vergehen bestraft werden. Fans kritisierten die Entscheidung. Sie mussten damit warten, bis Gianluigi De Rebo vorgeht, er hätte sonst nur die Hälfte aller Spiele gemacht, schrieb ein Twitter-User. Ein anderer bezeichnete die Sanktion als Stoff von 1498. Buffo, der im Sommer von Juventus zu Paris Saint-Germain gewechselt war, hatte sich in seiner Zeit in Turin mehrfach für Flüche entschuldigen müssen.